Ja, moin Leute, herzlich willkommen. Und ja, wir müssen leider wieder den Bosskampf wiederholen, weil der Typ so OP ist oder seine Attacken so OP sind. Hat er uns keine Chance gelassen mit seinem komischen Angriff, der uns hinwirft und danach greift er wieder an und so weiter und so fort. 95% Wahrscheinlichkeit, dass wir es verkacken und gar nichts dafür können. Gut. Also, wir müssen jetzt zusehen, dass wir hier... Ja, dass wir hier ein bisschen besser werden. Und naja, wir müssen zusehen, dass wir hier ja, am besten alle mal im Leben behalten. Und dann gucken wir mal, ob uns das gelingt. So, der ist da ja schon mal sehr, sehr mutig. So, die sind da alle schon mal sehr, sehr mutig oder auch dumm, wie man das sagen möchte halt. Da könnten wir doch schon mal richtig ein schönes Feuerchen machen, glaube ich. Da können wir doch schon mal richtig ein schönes Feuerchen machen, wenn das von der Range her klappt. Ja. Ja, denn die dürften sogar komplett drauf gehen, so ist es. Also, ein Traumstart hier. Sehr schön. So, vielleicht kriegen wir sogar den hier weg. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Die hier sind sowieso noch zu weit weg. So, probieren wir es auch mal mit der gleichen Attacke. Und wenn die halt nur Schaden macht, ist das auch okay. Das reicht mir nicht. Nee, dann lieber hier irgendwie so ein Single Damage. Ja, wobei. Könnte doch reichen. So, aber nicht um den umzulegen. Kein Problem. Wir haben ja noch ein paar andere Felder hier. So, die lassen wir erstmal kommen. Und dann haben wir, wenn wir es gut machen, haben wir dann gleich nur noch zwei von den Feldern. So, der läuft jetzt erstmal weg. Wo will er hin? So, der steht da ganz cool. Und wenn der hier auch noch so schön hingeht, ja, bleibt genau da stehen. Ja, könnte man mal probieren, ne? Da so ein Feuerchen zu legen. Boom! Ah, der eine hat knapp überlegt. Das ärgert mich jetzt so ein bisschen. Aber wir haben ja auch noch einen zweiten, der hier steht. Auch wenn das dann natürlich keinen Gaszeugsschaden mehr bringt, aber... So, das war die falsche Attacke. Aber was soll's? So, der kann mal ein bisschen hier... Ach scheiße, da ist ja Gas. Das war richtig schlau. Gut, dass der so viel Energie hatte. Lasst meine Geschöpfe hier sein. Halt die Klappe. So, da ist, sehe ich jetzt zwar nichts, was hier jetzt so gasfeldmäßig ist, aber der muss trotzdem hier jetzt einstecken. So, das hat sich doch schon gelohnt. Ach komm. Scheiße. So, den bringe ich mal so ein bisschen ran.
Den heilt er. Was eine Pussy. So, aber das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann können wir da vielleicht beiden jetzt Schaden zufügen. Na gut, dann nur ihm. So, und jetzt müssen wir es, wenn wir es jetzt schaffen, die beiden hier zu erreichen, das wäre genial. Dann weiß ich nicht, warum wir da so... Scheiße, wir haben gar keinen Mana mehr. Uncool. Dann halt nächster Zug. Ja, dann weiß ich nicht, warum wir hier in der letzten Folge eine halbe Stunde gebraucht haben. So, die heilt er jetzt natürlich hier, beide. Da müssen wir jetzt direkt gleich nachziehen. Genau, stellt euch schön nebeneinander. Ja, kuscheln. Genau. Da steht ihr sehr, sehr schön. So, dann gehen wir mal zurück. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Feuerball. Und das muss es doch jetzt gewesen sein, oder? Jo, die sind schon mal weg. Können wir ja jetzt Richtung Druide gehen. So, ich muss gerade mal gucken, muss ich hier jemanden heilen? Am besten ihn hier mal kurz. 20 Pünktchen, passt perfekt. So, ah, jetzt fängt er mit dem Scheiß hier an, ne? Wenn ihm nichts anderes einfällt, weißt du? 70%, naja gut, da muss man auch nicht unbedingt niedergeworfen werden dann. So, heilen wir den mal hoch. Zumindest ein bisschen. Und dann nähern wir uns mal vorsichtig hier dem bösen Druiden. Aber schön außenrum, wo keine verdammten oder nicht so viele verdammte Felder sind. Ah, hier ist alles verseucht. So, bis hier können wir. Naja, soll er halt, wenn er Bock drauf hat, hier so einen Scheiß machen. So, ich würde sagen, er bleibt einfach als Backup hier in der Ecke. So, hallo Herr Druide. Wie geht's, wie steht's? So, und wenn der da nochmal so scheiße reinfeuert, dann ist aber hier ein Problemchen. So, dann halt bei ihr und die heilt dann ihn hier gleich. So. Mhm. Der feine Herr weicht aus. So, den Zwerg heilen wir kurz hoch.
So, das hat sehr gut funktioniert, als er das gemacht hat, als wir hier nur zu zweit waren, aber jetzt brauchen wir es auch nicht mehr machen. So, warten wir mal kurz. Okay, das war jetzt wirklich richtig scheiße. Hör auf mit der Scheiße, Junge. Oh, sie ist stehen geblieben. Das ist nicht ganz unwichtig. So, gehen wir mal zurück. Und dann heilen wir mal den Zwerg. Naja, womit? So, ja, wir brauchen hier auf jeden Fall einen Heiler separat, ne? Das ist sonst zu gefährlich, haben wir gerade gesehen, wie verletzlich die hier alle sind. Naja, die haut er da jetzt bald um. Das ist echt noch richtig mies. Wir können hier nichts machen, ne? Wir haben hier auch nichts. Wir können hier auch keinen Trank nehmen oder so. Und schon sind sie kaputt. Sie hat immer noch keine. Ah, Mann, 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 Mann. So. Oh, den trifft er nicht. Ach, der hat auf den Zwerg gezielt. Na, das war jetzt ein Fehler, Kollege. Das war jetzt ein Fehler. So, den heilen wir kurz. Und dann schnell weg hier. So, und am besten. So, der geht weiter auf Zwerg. Das soll er machen. Das gefällt mir. Vielleicht ist er schon so verzweifelt. Ach Mensch, dass wir hier nicht in Range reinkommen. Ich würde den doch gerne von hier auch noch wehtun. Oder wir haben vielleicht auch einfach nicht genug Mana. So, du Penner. Hat der sich gerade geheilt, der Penner? Was für ein Arsch. Mit dem ist wieder an. Ja. Mach mal so weiter, Kollege. Mach mal so weiter. Dich kriege ich jetzt aber. Ah ne, wir haben ja keinen Bogen mehr. Oder keine Pfeile mehr. So. Ich
Das heißt jetzt aber gar nichts. Den können wir einfach hier wieder aufpäppeln. Und danach päppelt er sich selber wieder auf. Boah. So. So ist er wenigstens abgelenkt, ne? Das hat er beim letzten Mal, beim letzten Versuch auch gemacht. Und da hatten wir halt nur einen Charakter immer. Und das war dann halt irgendwie dann doof. So, ein Schlag noch und dann sollten wir hier durch sein. So, und jetzt gib ihm. Nawoll, also, es geht doch. Meine Herren, das war mal wieder eine richtig miese Nummer hier, das Ding. Oh, meisterlicher Zaubertrank. Nehme ich gerne. Ja, sauber. Sehr schön. Sie nahmen die Melodie des Schöpfers und versiegelten den magischen Hain. Den Druiden aber schleiften sie in das Lager und sperrten ihn in einen Käfig. So, Marwan greift an. Einer deiner Stützpunkte wird angegriffen. Ja, das tut mir leid, aber ich muss leider erstmal eine Aufnahmepause machen. Den Auftrag gegeben, das eroberte Land zu verteidigen. Der Manticor folgte. Und die Legion folgte dem Manticor. So, Leute, deswegen mache ich das hier jetzt erstmal. Das müssen wir dann später noch und so weiter und so fort zurücksetzen. Hier und da. Ja, da muss ich halt hier. Helden, zack, zack, zack. So, zack, 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 zack. Fertig. Und dann gehe ich sowieso gleich wieder zurück ins Menü. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Dann sehen wir uns wieder und dann werden Verteidigungsanlagen platziert. Also, bis dann!